Weiter geht's hier mit dem prächtigen Portugal in Victoria 3. Ich bin Minister Kosch. Hallo. Ja, die letzte Folge war ein bisschen verbuggt. Ich denke zumindest, dass es ein Bug war. Wir haben nämlich keine Einkommensteuereinnahmen mehr. Und das war aufgrund eines Events, wo es nur hieß, minus 10% Einkommensteuern. Und auf einmal waren alle unsere Einkommensteuern weg. Und das ist auch weiterhin so. Es sind schon fast 3 Jahre rum. Wir müssen jetzt noch 9 Monate darauf warten, bis dieser Modifikator hoffentlich weg ist. Und dann haben wir hoffentlich wieder so viele Einnahmen, dass wir im Plus sind und nicht die Gefahr besteht, dass wir pleite gehen. So, und ich mache auch schon mal hier die Zeit an und erzähle mal weiter, denn die 9 Monate werden wir nichts machen können. Der Krieg in Frankreich geht weiter als Sitzkrieg. Es gab eine Schlacht, ich vermute irgendwie eine Seeschlacht, wo Bataillone gesunken sind. Seitdem hat Frankreich 23 Millionen Pfund investiert, aber keine Schulden. Der Krieg Österreich-Preußen geht auch weiter. Da gibt es noch Kämpfe, aber keiner hat irgendeinen Vorteil für irgendwas. Die Grenze, die Front verläuft seit Jahren, würde ich fast sagen, an derselben Stelle. Und währenddessen erweitert sich hier Großbritannien und erobert ein paar Kolonien. Ja, uns fehlen mittlerweile die Konvois. Das portugiesische Handelsreich ist mittlerweile erheblich gewachsen. Aber wir können die nicht bauen, weil wir das Geld nicht haben. So, inspirierende Rede fesselt die Öffentlichkeit. Heute Nachmittag hielt Urbano Rebello, das Oberhaupt der Interessensgruppe Grundbesitzer, eine Brandrede für die Einführung einer neuen Gesetzgebung, Grundbesitzerwahlen. Das erhöht die Erlassungserfolgschance um 15%. Ich wünschte, die Erfolgschance bei Kopfsteuern wäre so hoch. So, Großbritannien hat den nächsten Krieg, diesmal gegen Jambi, wo auch immer es ist. Werden dagegen nichts tun. So, wie lange haben wir noch? 4 Monate. Und mittlerweile sind wir fast auf Null, auch ohne Einkommensteuern. Das alleine ist ja schon mal gut. Das heißt, dass wir dann hoffentlich richtig wieder schön viel Einnahmen haben. Ja, das waren hier so 3 verschwendete Jahre, also es waren 2,5, weil wir nichts jetzt geplant haben. Denn bankrott erklären möchte ich nämlich nicht in dem Spiel. So, hier geht's auch weiter. Und jetzt sind wir 2000 minus fast. Und Psychiatrie ist freigeschaltet. Sollten etwas mehr Bürokratie haben und 10% mehr Einfluss. So, 9 Wochen noch. Ich bin so gespannt, ne? Ist der Run damit jetzt tot? Geht das wieder weg? Also ist er tot, indem es nicht gefixt wird, oder geht es tatsächlich weg und wir haben wieder nennenswerte Einnahmen? 12 Tage? 2 Tage? Die Technologie Zündhütchen ist freigeschaltet. Da wir keine Munitionsfabriken haben, bringt uns das gar nichts. Oh, wir haben wieder Einkommensteuereinnahmen. Dieses Event ist auch so kacke gewesen. So, was bauen wir jetzt als nächstes? Lass uns mal schauen, wie der Markt aussieht. Eisen haben wir super viel. Kohle könnte ein bisschen mehr sein. Wir haben gesehen, dass wir mittlerweile Konvois fehlen. Von daher würde ich tatsächlich dazu tendieren, den Hafen hier in Lissabon auszubauen.
Und danach würde ich dann mal gucken. Ja, ich glaube, das ist jetzt erstmal das Einzige. Wir müssen eh mal gucken. Wir müssen natürlich von den Schulden irgendwie runterkommen. Wir haben jetzt, wie viele Schulden angehäuft? 1,5 Millionen. Aber der Investitionsfonds ist ja mittlerweile schon richtig viel. 119.000. Für Landwirtschaft und Fertigungswerke. Okay. Das heißt, haben wir irgendeinen Betrieb, den wir ausbauen können vielleicht? Werkzeuge wären nicht schlecht. Ach nee, das ist Kohle. Moment, nein. Das ist Werkzeuge. Werkzeug haben wir genug. Moment, Werkzeuge importieren wir aktuell 25. Das könnten wir eigentlich wegnehmen. Dann nochmal etwas weniger, als wir brauchen. Ja, das nehmen wir weg. Werkzeuge, Werkzeuge, Werkzeuge. So. Ich wollte gerade nach einem Produkt suchen, wo sich der Ausbau lohnt, wo wir den Investitionsfonds investieren können. Glas, naja, so richtig viel haben wir da eh noch nicht. Müsste man auch exportieren, das lohnt sich eher nicht. Getreide haben wir zu wenig, Dienstleistungen haben wir zu wenig. Kleidung würde sich anbieten. Fisch würde sich anbieten. Oh, Fisch, oh, das braucht man dann für die Lebensmittelfabrik dann später, ne? Ja. Und Lebensmittelfabrik würde sich auch anbieten. Können wir die Lebensmittelfabrik eigentlich schon was umstellen? Tatsächlich. Wir können Zucker investieren, um mehr Lebensmittel zu bekommen. Das machen wir auf definitiv. Haben wir selbst Zucker? Ja, wir haben Zuckerplantagen und wir haben sogar viel zu viel Zucker drin. Ist das auf jeden Fall eine Maßnahme? Wir machen hier Süßungsmittel. Und könnten mehr Spirituosen herstellen. Aber das Spirituosen importieren wir zu Hunderten. Das, was wir da an Bedarf haben, wenn wir es mit dieser einen Fabrik eh nicht befriedigen, nee, dann macht das machen wir nicht. Und hier haben wir noch weniger Lebensmittel, nee. Also ich habe mich gerade entschieden, nach dem Hafen die Lebensmittelfabrik auszubauen. Denn aktuell können wir keinen Fisch verarbeiten in einer Lebensmittelfabrik, was ich sonst gemacht hätte. Aber wenn wir die Lebensmittelfabrik hier hochziehen, dann verbrauchen wir auch mehr unseres Zuckers, was nur gut ist. So. Jetzt bauen wir und sind immer noch im Plus, weil jetzt der Fonds genommen wird, genau. Oder ist der ha gehört der Hafen auch zu dem Investitionsfonds? Moment, Landwirtschaft profitiert, Plantagen, Weiden, Fertigungen, Minen, Holzfäller, Gummi, Wal, Fisch, Öl und Infrastruktur. Okay, dann wird der Hafen wohl in Infrastruktur sein und der wird gerade vom Investitionsfonds genommen. Okay. Auch gut zu wissen. Hier ist jetzt irgendwas mit der Front passiert. Ein Teil der Front gibt es nicht mehr. Vermutlich hat derjenige aufgegeben. Ja, und es bleibt nur noch. Nee, gegen Württemberg ging es doch schon immer, oder? Aber die Front geht doch hier weiter. Eventuell hat Bayern aufgegeben oder so. Und die Kapkolonie verbessert unsere Beziehungen. Das finde ich gut. Können wir mal auch machen. Wenn wir tatsächlich noch den Freistaat da unten erobern wollen. Das ist nur gut, wenn wir da gute Beziehungen haben. Apropos Beziehungen von Portugal, wäre auch mal gut, wenn wir uns das nochmal anschauen. Die Haltung
der groß möchte, ist weiterhin super. Unsere Beziehungen zu Spanien sind einvernehmlich. Zu Herr Frankreich nur herzlich, in Anführungszeichen. Das können wir mal verbessern. Okay. Mittlerweile hat Frankreich 31 Millionen investiert. Also ich vermute ja mittlerweile, dass dieses Geld da, dass das nur Buchgeld ist, dass das irgendwo hergenommen wird und dass da, also eigentlich kauft ja der Staat die Militärwaren bei den Fabriken, dachte ich. Aber Mensch, Frankreich kann doch nicht 31 Millionen da investieren, ohne Schulden zu machen. Das kann mir keiner erzählen. Wir haben keine Schulden. Gold am Nordkap. Wo war das Nordkap? Ach hier, natürlich. Ganz im Süden. Okay. Ja, ja, das ist hier auf jeden Fall die Goldgegend. Gerade jetzt in diesem Spiel. Ja. Ach, apropos. Könnten wir die Goldminen hier bauen? Ach, hier. Goldmine. 4 Stück. Ja, machen wir eine. Ich gehe mal davon aus, dass eine Goldmine dann den Ausstoß der Goldfelder erhöht, oder? Also das bringt, die Goldfelder bringen uns 1500 Gelddruck aktuell. Nach den beiden Sachen machen wir dann mal die Goldmine. So, der Investitionsfonds ist aufgebraucht, ist immer wieder im Minus. Dann wäre es aber auf jeden Fall günstig, wenn wir dann hier den Ausstoß des Gelddrucks erhöhen mit den Goldminen, dass wir die hier komplett bauen. USA ruft ihre Leute rein, wegen was? Gegen Kabat. Dongmu. Ja, natürlich. Dafür muss man natürlich die Leute mobilisieren. Alles klar. So, jetzt wo die bayerische Front aber zusammengebrochen ist oder aufgelöst wurde, macht Preußen tatsächlich Fortschritte gegen Österreich. Und mir fällt gerade auf, das eigentliche Kriegsziel von Preußen ist ja Württemberg. Das heißt, sie müssten jetzt ganz Österreich besetzen, um nach Württemberg reinzukommen, weil Bayern nicht mehr dabei ist. Ach ja, die KI in dem Spiel. So, wie sieht es jetzt eigentlich mit den Konvois aus? Ja, aktuell hätten wir 360 Konvois übrig. Ist die Warnmeldung eigentlich weg? Ja. Wir exportieren immer noch Eisen. Vermutlich ist das eine dumme Idee, jetzt wo wir wieder bauen. Ja, die beiden unproduktiven Handelsrouten, da können wir wegnehmen. Und dann haben wir immer noch eine Eisenexport übrig. Insgesamt 50, 70, 80. Aber das ist okay. Damit lassen wir die Eisenminen jetzt offensichtlich aus. So, Alenterum müsste mittlerweile auch Eisenbahn bekommen, aber wir haben weiterhin ja keine Eisenbahn. So, es gibt Berichte darüber, dass Alfredo de Carvalho, das Oberhaupt der Intellektuellen, nicht an Sitzungen teilnimmt oder seinen sonstigen Verpflichtungen nachkommt. Wir können seine Abwesenheit nicht länger ignorieren. Die Intellektuellen sind aktuell neutral.
Er ist eigentlich ein völlig durchschnittlicher Typ. Er ist verwöhnt. Und er hat halt seine psychologischen Gebrechen. Ja, den könnte man schon heilen. Ne, dass die Intellektuellen uns weniger zustimmen, ist doof. Ne, den soll er zum Arzt gehen. So. Können wir eigentlich ein Stahlwerk bauen? Fällt mir gerade ein. Wir haben ein Gesetz beschlossen, endlich mal. Ja. Und ja, tatsächlich, wir können ein Stahlwerk bauen. Und ich reihe das mal in die Warteschlange ein, weil wir das werden wir auf jeden Fall brauchen. So, wir haben jetzt die Grundbesitzerwahlen. Dadurch haben wir insgesamt weniger Autorität. Aber die politische Teilhabe der Parteien ist höher. Und die Intellektuellen billigen das und die Grundbesitzer billigen das. Okay. So, jetzt will ich aber erstmal nochmal gucken nach den Kopfsteuern. Wer. Oh. Aber immer noch nur 15. 15%. Warum immer nur 15%? Also unterstützt wird es von Kleinbürgern, Industriellen, Landbewohnern und Streitkräften. Die Wahrscheinlichkeit auf den Erfolg kommt allerdings ausschließlich von den Streitkräften. Kleinbürger, Industrielle, Landbewohner, Streitkräfte. Wer ist aktuell in der Regierung? Ah. Nee, Moment, die Intellektuellen unterstützen es doch auch. Es müsste doch auch von den Intellektuellen dann hier Unterstützung geben. Nee, die Intellektuellen unterstützen es nicht, deswegen. Ah, okay. So, was wäre denn mit Proportionalsteuern eigentlich? Kleinbürger, Landbewohner und Streitkräfte. Während hier das auch die Industriellen unterstützen. Ich würde mal sagen, ich hole die Industriellen mal mindestens mal mit in die Regierung, vielleicht noch die Landbewohner. Grundbesitzer gehen raus. Intellektuelle müssen drin bleiben, weil hier die Königin Intellektuelle ist. Und dann machen wir mal die Industriellen mit rein. Legitimität ist ziemlich doof. Wenn wir die Intellektuellen rauswerfen, hätten wir sogar ein bisschen mehr. Wenn wir statt den Streitkräften die Landbewohner nehmen. Oder wenn wir nur die Industriellen nehmen. Dann haben wir eine höhere Legitimität. Aber niemand ist mehr in der Regierung, der gegen Kopfsteuern ist. Das bringt uns aber auch ein paar tausend Radikale, 20.000. Wir haben schon relativ viel. Trotzdem, ich will unbedingt die Kopfsteuern. So, jetzt ist die Chance wenigstens 17%. Das Schöne ist, solange man keine Republik ist, kann man die Regierung laufend neu bilden, ohne dass man direkt neue Radikale bekommt. So, ich werde es mal versuchen, ohne die höhere Legitimität, aber dafür mit einer höheren Chance, das durchzubekommen.
Ja, jetzt sind es nämlich schon 33%. So, Versuch Nummer 3, der Kopfsteuer. Wir haben dann die erste Wahl in einem halben Jahr in Portugal. Ungenutzte Bau, okay. So, die erste Goldmine ist durch. Oder? Was die erste? Oder ist das die erste? Moment. Oh, es ist. Jetzt wird die Statistik verfälscht. Jetzt haben wir Zentralbanken bekommen und haben jetzt schon mehr 10% mehr Gelddruck. Wir haben jetzt Gelddruck 889. Und in Transvaal haben wir jetzt schon 1680 statt der 1500. Okay. Moment, hier steht 1500. Hier steht 1680. Sind das vielleicht 20%? 1500, 20%? Nee, 20% von 1500 wären 300. Wo kommen hier 180 her? Hier steht 1680. Hier steht 1500. Eine Mine ist noch nicht da. Die bauen wir gerade. Manches ist hier wirklich sehr merkwürdig manchmal im Spiel. Die nächste Forschung ist dann auf jeden Fall die Eisenbahn. Brauchen mittlerweile in zwei Provinzen Eisenbahnen wegen der Infrastruktur. Und das ist auf jeden Fall jetzt die Zukunft. So, jetzt ist bald der Kriegswille hier auf Null. Nach 37 Millionen Fantasiegeld gehe ich von aus. Und wir haben ein neues Event. Schon wieder gibt es Bedenken gegen die Kopfsteuern. Ich will es nicht hören. Ach nein, ist ja gar nicht die Kopfsteuer. Ach. Sorry. Eine Interessensgruppe, die Landbewohner, hat ihren Unmut über kürzliche Regierungsentscheidungen zum Ausdruck gebracht, die eindeutig die Interessen einer anderen Interessensgruppe, nämlich die Industriellen, begünstigen. So, und die Industriellen mag ich. Und deshalb sage ich auch, ihr könnt mich mal, ihr Landbewohner. Dafür hasst ihr mich, aber das finde ich, das beruht dann auf Gegenseitigkeit. Und Kristallglas für die Glashütten. Ich glaube, wir haben sogar eine. Ja. Da bräuchten wir Blei, ne? Blei könnten wir eine Mine bauen, aber haben wir noch nicht. Aktuell gibt es kein Blei, ja. Aber ich würde sagen, dann gibt es bald Bleiminen im Alentejo. Ach ne, da gab es Schwefelminen. Oh, das habe ich verwechselt. Können wir denn Bleiminen bauen? Nein, okay. Dann machen wir auch da erstmal bei den Glashütten nichts anders. So, und jetzt will ich aber mal gucken, wenn die Goldmine hier durch ist, wie sich hier der Gelddruck verändert. So, Goldfelder, die Menge bleibt gleich. Auch die 1500 Gelddruck durch die Goldfelder bleibt gleich. Und die Goldminen scheinen noch zusätzlichen Gelddruck zu machen. So, wir haben aber erstmal den Wind wieder.
Übereifrige Partisanen, Unterstützer einer Partei, der Regenerationspartei, haben ihre eigene Kampagne begonnen. Nur leider belästigen sie gegnerische Partisanen und greifen sie manchmal sogar an. Was machen die denn? Hart durchgreifen würde der Regenerationspartei Momentum kosten. Oder sie gewähren lassen, das würde uns Zustimmung bei den Intellektuellen kosten. Was ist denn die Regenerationspartei bitte? Sind Grundbesitzer und katholische Kirche. Dann würde ich sagen, greifen wir hart durch und dann werden sie halt weniger gewählt. Das ist, finde ich, gut. So, jetzt stellen die Goldfelder Leute ein. Nee, die Goldminen, so rum. Und ineffiziente Landwirtschaft, Event. Eine Interessensgruppe der Industriellen hat sich über die Existenz von Subsistenzfarmen auf den Sunda-Inseln beschwert. Das ist ja die beste Provinz, die sich da ausgesucht haben. Ja, die Intellektuellen wollen immer, dass eine Migration stattfindet von den Subsistenzfarmen hin zu Fabriken. Ja. Sollte man, habe ich bis jetzt immer hier gesagt, ja, wir sollten ihrem Rat folgen. Aber ich glaube, auf den Sunda-Inseln gibt es eh nichts anderes. Als von daher ist ein bisschen wurscht. So, wie hat es jetzt... So, die Mine selbst bringt wohl anscheinend durchgängig plus 500 Gelddruck. Ach, oder ist das, was jetzt hier im Tooltip ist, das ist der Maximalwert? Kann das sein? Ja, vermutlich. Wenn 10 Gold produziert werden, kommen da 500 Gelddruck raus. Und das ist dann halt wohl wahrscheinlich, wenn die Mine voll ist. Okay, verstehe. Das heißt, unsere vier Minen, die wir da machen können, bringen uns 2000 Gelddruck. Und die 3 Goldfelder auch pro Feld auch 500. Okay. Okay. Dann macht man die nächste Goldmine. So, wurde gewählt in Portugal. Wir können ja noch einstellen, die atmosphärische Dampfmaschine, natürlich, um die Produktion von Gold zu erhöhen. Ja, aber bitte, ich bitte drum. Haben wir natürlich mehr Kohle und Werkzeuge. Dann produzieren wir schon 21 Gold. Schon 1000 Gelddruck. Und dann haben wir jetzt Gelddruck 10.800. Noch ist die Goldmine nicht ganz voll besetzt. Goldfelder. Oh nein. Ah nein. So richtig viel Glück habe ich in dem Run hier nicht. Den reichen Mineralienvorkommen in Transvaal sind erschöpft. Die reichen. Minen werden geschlossen und die Goldsucher, die am Anfang des Funds herbeigeströmt waren, beginnen damit, auf der Suche nach dem großen Glück weiterzuziehen. Was für ein Pech. Minus 50% Migrationsanziehung oder wir können sie nicht einfach gehen lassen. Minus 20% Migrationsanziehung. Warum sollte ich diese Option nehmen? Wegen der Migrationsanziehung? Ja, so richtig verwenden können wir Transvaal ja eh noch nicht. Wir haben noch keinen Eisenbahnanschluss. Ja, was für ein Pech. Heißt jetzt, die Minen sind jetzt weg oder was? Nee. Sind noch da.
Könnt ihr sogar 6 Goldminen bauen. Ach. Die Goldfelder betrifft das. Wir hätten vorher 3 Goldfelder und jetzt sind wir nur noch eins. Okay. Das heißt, wir müssen dann investieren in die Goldminen und das ergibt weiterhin. Ah, es gibt weiterhin 7. Interessant. Hätte man vielleicht doch die andere Option nehmen können. Na gut. Ja. Ich will auf jeden Fall die Goldminen weiter ausbauen, aber vielleicht nicht ausschließlich. Sollte natürlich immer noch richtige Industrie zwischen rein. Wir sind ja hier noch am Stahlwerk ausbauen und sind aber immer noch dick in den Schulden. Und in der nächsten Folge wollten wir dann weitermachen. Vielleicht noch ein letzter Blick nach Frankreich. Frankreich hat mittlerweile 0 Kriegswille und hat 42 Millionen angeblich investiert. Gut, man, vielleicht ist es auch ein Nullsummenspiel, ne? Also es sind ja gab ja kaum Tote. Und wenn man hat Frankreich Militärwaren eingekauft, was die Fabriken gefördert hat und was dadurch mehr Steuern produziert hat und hat die einberufenen Gehälter, waren sogar 7,6 Millionen, hat man rausgegeben. Damit konnten die Leute mehr Waren kaufen. Dadurch haben die Fabriken mehr produziert, was dem Staat mehr Geld gebracht hat. Und vielleicht ist das dann so hingekommen, dass Frankreich keine Schulden hat. Aber der Preußische Krieg ist durch. Nein, ist es nicht. Ah. Österreich ist nur aus dem Krieg ausgeschieden. Aber gegen Württemberg geht es weiter. Und Preußen und Württemberg haben aber keine Landgrenze. Beziehungsweise. Und Zollern hat eine Landgrenze, aber da kriegt halt Preußen keine Truppen hin, vermutlich, oder? Ja, irgendwie. Auch das ist jetzt wieder zum Sitzkrieg verkommen. Okay. Wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, dann in der nächsten Folge. Tschüss.